Ja, ich bin Bernd Wolf, Gründer und Geschäftsführer der Firma Bernd Wolf mit Sitz im Dreisamtal im Schwarzwald. Und mein Name ist Annalea Wolf. Ich bin eins der Kinder aus dem Familienunternehmen Bernd Wolf und bin seit 3 Jahren aktiv im Unternehmen. Wo geht der Trend bei Bernd Wolf im Jahr 2018 hin? Also ist so, dass bei uns ein sehr wichtiges Thema in diesem Jahr der Lapislazuli ist, der blaue Edelstein, den wir in einer wunderbaren, facettierten Form verarbeiten. Dann auf der anderen Seite haben wir unsere Kollektion Aqua, da werden Wassertropfen stilisiert, sehr schön ausgebaut. Ein weiteres Thema ist Here Comes the Sun, die Sonne, die einfach aus unserer Manufaktur in die Welt hinaus scheint, ist ein wichtiges Thema. Ja, das sind so die wesentlichen Eckpunkte. Herr Wolf, was haben Sie uns hier mitgebracht? Ich kann jetzt hier mal ein Schmuckstück aus der Hand meiner Frau, aus der Designlinie Flower Times, die auch den German Design Award 2018 gewonnen hat, zeigen. Wir haben hier ein schönes Collier mit kleinen dreiblättigen Blüten, einem Zirkonia-Rand und wunderbaren kleinen Süßwasserperlen mit einem exzellenten Lüster. Also in der klassischen Bernd Wolf Seilcollier Optik, also auch ein Stil, der bei uns eine wichtige Rolle spielt, wo wir auch eine Alleinstellung drin haben. Janitzi heißt dieses Collier, hat auch den German Design Award 2018 gewonnen. Und was für mich als Designer hier was ist, wo ich mich wirklich freue drüber, Sie sehen, diese Elemente unten sind super flexibel. Da wurde speziell für uns die dünnste Ankerkette, die hier hergestellt worden ist, mit einem Durchmesser von 0,5 mm produziert. Es ging viele Monate, bis wir in der Lage waren, dieses Schmuckstück herzustellen. Und ja, was Sie dann auch noch gleichzeitig sehen, dieser neue facettierte Lapislazuli, der einfach exzellente Reflexe hat. Also das sind Schmuckstücke, die einfach jeden begeistern. Also ein wichtiger Teil auch von unserer aktuellen Kollektion ist die Designlinie Aqua. Da haben wir im Beginn der Designfindung haben wir eben alle gesagt, das Thema Wasser und Tropfen ist uns wichtig. Und gerade mein Vater ist, das ist eins seiner Lieblingselemente. Und dann war klar, wir wollen in die Richtung weitergehen. Und dann hat mein Vater sich sehr viele Gedanken gemacht, wie könnten wir den Tropfen einfach spannend gestalten. Und so ist die Designlinie Aqua entstanden. Das ist eben eine konkave Innenfläche, die sehr, sehr schöne Reflexe bei jeder Bewegung auch bringt. Und dann haben wir hier am Rand ein Zirkonia-Band. Und das funkelt natürlich auch super schön bei jeder Bewegung. Und was macht das Design von Bernd Wolf so einzigartig? Also für mich war schon immer von großer Bedeutung, dass unsere Schmuckstücke einfach wiedererkennbar sind. Wir haben eine Oberflächenstruktur, jedes Element, ob klein, ob groß, wird von Hand gebürstet. Und dann haben wir ein Verfahren entwickelt für unsere 24 Karat Goldplattierung, also für eine reine Goldplattierung, wo mit 50 Arbeitsschritten einfach eine exzellente Plattierung in Premium-Qualität aufgebracht wird. Und das gibt einen sehr schönen, sonnigen, warmen Look. Und es bietet auch den Vorteil für den Kunden, wenn er vor vielen Jahren mal ein Collier gekauft hat in Perle mit goldenen Elementen, kann er aus der aktuellen Kollektion Ohrhänger oder Ringe finden, die immer dazu passen. Also diese Wiedererkennbarkeit über die Oberfläche, über die Struktur, über das Gold, das ist ein wichtiger Aspekt. Sie können sich über sehr viele Auszeichnungen freuen in letzter Zeit. Wie wichtig sind Designauszeichnungen auf der einen Seite für Sie als Verkaufsargument und auf der anderen Seite für den Fachhandel? Also ich glaube, für den Fachhandel ist es einfach wichtig, weil er weiß, wenn er Marken, die ausgezeichnet sind, präsentiert, dann hat der Kunde auch Vertrauen in dieses Produkt, dass dieses Produkt einfach durch Juries durchgegangen ist, dieses bewertet haben, die einfach gesehen haben, da ist entweder ein hoher Designanspruch da, oder da wird sehr glaubwürdig einfach eine Geschichte zum Produkt inszeniert. Und gerade in der heutigen Zeit, wo ein Händler einfach auch seine eigene Einzigartigkeit zeigen muss durch Marken, die einfach eine Geschichte haben, da hilft es einfach so. Zunächst ist für mich ganz klar, das Wichtigste, was zählt, ist, wenn ich das Produkt als solches auf einem weißen Blatt Papier liegen habe, ohne Award, ohne Logo, ohne alles,
dann muss es begeistern. Frau Wolf, Sie sind im Unternehmen auch für Marketing und Schulungen zuständig. Wie wichtig ist Storytelling heutzutage für Sie als Marke und für den Juwelier im Verkauf? Ich glaube, dass das sehr wichtig ist, weil die Leute einfach wissen wollen, was dahinter steht. Also sie suchen ja nach individuellen und persönlichen Dingen, mit denen sie sich auch, in denen sie sich wiederfinden. Und wenn sie dann eben eine Geschichte dazu erfahren, wenn sie wissen, aha, das ist eine Manufaktur, die aus dem Schwarzwald kommt, dann hat man einfach eine ganz andere Bindung zum Schmuckstück. Wie wenn man das Gefühl hat, naja, das ist von der Stange sozusagen. Das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man da ja, so eine kleine Geschichte erzählen kann. Und jeder Kunde braucht eine andere Geschichte. Jeder spielt auf was anderes an. Für den einen ist es wichtig, wo kommt der Stein her und was ist genau das Besondere an diesem Stein und so weiter. Und für den anderen ist es eben wichtig, ach, das ist ein Familienunternehmen und vielleicht auch mal ein Bild zu sehen, wie sieht die Manufaktur aus. Und da ist es schön, wenn man einfach für jeden was dabei hat. Und wir haben da auch eben schöne Tools für unsere Händler, wo sie auch direkt am Point of Sale kleine Stories erzählen können. Sie sind aber nicht nur im Marketing tätig, sondern auch kreativ im Schmuckdesign-Bereich. Was ist Ihr neuestes Stück? Ja, also es ist so, dass ich von klein auf, wie mein Vater das auch schon hatte, von klein auf begeistert bin vom Edelstein Lapislazuli. Und dann war es ein großer Wunsch von mir, als ich ins Unternehmen gekommen bin, dass ich gesagt habe, es wäre ein Traum, wenn wir wieder Lapislazuli in die Kollektion aufnehmen können. Das haben wir früher schon mal sehr erfolgreich verkauft und es wäre einfach toll, wenn wir das wieder machen können. Und dann haben wir eben den Lapislazuli, wie mein Vater ja vorhin schon angedeutet hat, auch entdeckt. Und dann lag es natürlich nahe, dass ich dann auch das als eins meiner ersten Projekte sozusagen im Design auch aufnehme. Und da ist eben jetzt hier dieser Anhänger, der Mosani-Anhänger heißt der. Das ist eins meiner ersten Werke und dann auch der passende Ring und die passenden Ohrstecker dazu. Da wollte ich einfach den Lapis eben auch aufgreifen und habe das aber in Kombination gemacht mit der Mosaikstruktur. Das ist eine Struktur, die wir schon seit einigen Jahren sehr erfolgreich in verschiedenen Designs hatten. Und habe ich aber jetzt nochmal komplett neu interpretiert mit dieser Kombination auch mit Zirkonia. Also man sieht ja außenrum, dass da auch der Zirkonia funkelt und eben noch der facettierte Lapislazuli. Und ja, das ist meine erste Kreation oder eine meiner ersten Kreationen. Genau. Und sehr erfolgreich, ist gleich unter den Top 6 zweimal vertreten in unserer neuesten Hitliste. Von daher freuen wir uns ja natürlich auch, dass es ein Volltreffer geworden ist. So. Ja.